Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Project Castaway, heute mit Insel Nummer 4. Ich bin gespannt, was uns auf der Insel erwartet. Wenn ihr Bock auf coole Leute habt, dann scannt den QR-Code hier oder schaut in der Infobox, da kommt ihr auf meinen Discord. Ja, und wenn euch mein Content gefällt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich habe hier nicht nur Project Castaway, sondern auch Enshrouded, Conan Exiles. Für die beiden gibt es ja jetzt im Oktober dann auch wieder neue Inhalte. Deswegen folgt mir gerne und seid gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich würde sagen, wir starten in den Part. Viel Spaß euch und let's go! Ja, und wie ihr seht, sind wir schon auf Insel Nummer 4. Ich bin natürlich mit meinem kleinen Floß wieder vorgefahren. Auf dieser Insel waren wir zuletzt. Einer hat mir geschrieben von euch, dass dieses Skelett, was wir in der Höhle gefunden haben, einen Schlüssel bei sich trägt. Das darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal Insel für Insel durch. Und dann, wenn wir zurück auf meiner Hauptinsel sind, dann gucken wir, was uns alles tatsächlich noch so fehlt. Und gehen dann los und schauen, wo wir das finden. So, jetzt lasse ich mal gucken. Mein Granite Spear hat nur noch 2%, mein Wooden Spear 26 und meine Axt hat 16. Das heißt, ich rüste mich jetzt mal mit meinem Wooden Spear aus. Ich habe natürlich hier auch schon wieder die Sachen, die wir gefunden haben, platziert, damit die nicht ins Meer gelangen. Ja, in welche Richtung gehen wir? Links oder rechts? Ich glaube, ich will nach rechts. So. Dann gucken wir doch mal. Haben wir noch Cloth? Nee, nicht im Inventar. Dann nehmen wir das mit. Das ist nie verkehrt. Und dann schauen wir. Was gibt es hier? Ich hoffe... Oh, haha, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir treffen nicht auf einen Jaguar. Oh no, lauf, Mädchen. Wow. Und da ist er aber plötzlich. So ein Mist. Was ist denn, wenn ich den jetzt von hinten angreife? Wow, der zieht mir ja übel viel ab. Schnell weg hier. Tschupp. Kommst du nicht hin, Junge? Und... Uah, Hilfe. Lass mich rauf. Ja, oder halt rein. Angst macht sich breit. Ich bin fast tot. Wo ist er? Das Problem ist, er erwischt mich halt auch jedes Mal, ne? Also ich kann ihn jetzt in den Popo stecken. Stechen und... Was macht er? Lass meine Harfe in Ruhe, Junge. Hi, dreh mir mal den Rücken zu. Danke. Oh, shit. Jetzt hat er mich erwischt. Mist. Ich dachte, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Na gut, also wieder zurück auf Anfang. Ich nehme meinen Wooden Spear und wir gehen. Soll ich dann rechts gehen oder soll ich links gehen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich brauche unbedingt bessere Waffen. Wir machen es jetzt einfach so wie vorher. Ich nehme jetzt hier das Zeug mit. Und was attackiert mich jetzt? Ach, das ist wieder so eine Drecksspinne. Mann, lasst mich doch in Ruhe. So, nimm die Stickies. Guck mal, da ist er. Und natürlich läuft er auf mich zu. Ja, super geil. Okay, also dann lasst uns mal ganz schnell abhauen. Und hier im Sauseschritt mal gucken, ob hier schon irgendwas ist. Aber ich kann jetzt so auf den ersten Blick nichts erkennen. Der Typ ist immer noch hinter uns. Dann flüchten wir mal jetzt hier auf diese Stonies. Und du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, komm her. Dann mache ich dich von hier oben platt. Dann bist du nämlich wenigstens weg, wenn ich ihn mal treffen würde. Jawohl, ich treffe ihn. Oh Gott, bitte stirb, bevor mein Speer kaputt geht. Juhu. Na los. Oh, das ist so ein schönes Tier. Komm schon. Scheiße. Mein Speer ist kaputt. Scheiße, mein Speer ist kaputt. Ah, Leute, ich kann nicht mehr. Kann ich mir zufälligerweise irgendwas craften? Schauen wir mal. Oh ja, ich kann mir einen Wooden Spear craften. Wie geil ist das denn? Also, dann machen wir weiter. Oh, jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kommt mal her mit dem Zeug. Da sind Zähne. Die brauchen wir unbedingt. Geil, wir haben es geschafft. Und hier liegt ein Blueprint. Sephir Seasoning. Na gut. Was ist denn hier los? Oh, SOS steht hier. Guck mal, Leute.
Hier war auf jeden Fall irgendwer. Hey, geil, damit könnten wir eigentlich unser Floß erweitern. Das muss ich mal im Hinterkopf behalten. Hey, und da oben ist auch ein Zelt. Oh, ich bin aufgeregt. Was ist da? Was ist das? Irgendwo eine Sticky Note? Ich sehe jetzt gerade keine. Hey, wartet mal. Auf der Insel waren wir davor. Hier ist noch eine Insel und da hinten. Okay, gut, nur für mich so als Randinfo, dass ich weiß, wie viel noch auf uns zukommt. Ja gut, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Das ist natürlich wieder die Frage aller Fragen. Wir werden schon einen Weg finden, Leute. Ich hoffe, dass dieser Jaguar... Panther, nee, Panther nicht, Jaguar, nicht so schnell respawnt. Ja, ja, ist ja gut. Wo bist du? So. Wo geht's denn jetzt nach oben? Ja, sag mal, das kann's doch nicht sein. Okay, wir machen es halt so wie immer, einfach hochbuggen. What is going on here? Du tust uns nichts. So, dann haben wir jetzt hier unser Lager. Ey, cool, ich kann die sogar anmachen und ich könnte hier sogar pennen. Das ist ja nice. Das ist cool. Und hier liegt jemand. Hier nehmen wir uns mal die Goldpfeile, auch sehr geil. Und ein goldenes Messer, auch geil. Coole Sache. Was haben wir hier? Brewing Cup. Bandage. Nein. Antibiotika. Ach Gott, und weil ich es gerade jetzt erst sehe, schaut mal, die sind Arm in Arm gestorben. Ah, und schaut mal, Leute, hier ist der Ring. Und was ist das? Eine schwarze Witwe? Aber die ist schon tot. Okay. Ja gut, lass mich mal ganz kurz ins Inventar rein. Und dann schmeißen wir jetzt mal die Klotz wieder raus. Und ist das noch gut? Ja, dann essen wir mal hier eins. Was haben wir noch? Mist, ich wollte eigentlich mein Inventar aufräumen. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Also, ich möchte die Antibiotika, die Bandage und den Brewing Cup. Aber ich muss auch den Ring nehmen. So, kann ich das jetzt auch nehmen? Nö, aber den kann ich mir ja auch selber craften und deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht so wild. Hier noch? Ach, auch eine Black Widow. Oh, wahrscheinlich hat die Black Widow zum Tod von diesen beiden Leuten geführt. Ich muss jetzt den Ring kurz mal daherlegen. Kurz mal einen Screenshot gemacht, dann nehmen wir ihn wieder mit. Wir haben es jetzt auch 5 Uhr, das heißt, es wird natürlich gleich wieder dunkel. Und hier ist ein, ja, toter Lachs. Aber eine Note? Ach komm, verpiss dich doch. Was ist da? Okay, anscheinend ist es weg. Was wollte ich sagen? Eine Sticky Note habe ich jetzt hier nirgends gesehen. Und ihr auch nicht. So, wo ist jetzt der Ring hin? Scheiße, wo ist der Ring hin? Doch, die ist hier noch. Aber ich sehe sie nicht, weil sie unterm Stein ist. Gib mir den Ring und lass mich zufrieden. Nimm den Ring. So. Okay. Gut, also hier oben war dann... Ach so, doch, da hinten war noch was. Da wollte ich kurz hin. Da ist ja diese blöde Spinne. Das ist einfach nur eine Flag. Schwarz, Rot, Gold. Geil. Passt ja perfekt. Okay, ich gehe jetzt wieder zum Boot. Schlafe und speichere. Und dann sehen wir uns natürlich wie immer gleich wieder. So. Wir haben gepennt, wir haben es 4.32 Uhr, die Sonne geht auch langsam auf und ja, wir waren dort oben und haben gesehen, dass da 2 Leute gestorben sind, traurigerweise. Eine Sticky Note war da jetzt nicht. Ich glaube, ich brauche mal kurz hier die Schildkröte, damit wir uns ein Wasserding hinstellen können. Komm. Die sind auch immer so hartnäckig. Hallo. Bleib doch da. Na also.
Ja, was ist los? Komm. So. Ich brauche eigentlich nur das hier. Das können wir aber auch einfach gleich mal hier hinstellen. Das ist ja wurscht, wo es steht. Und dann gucken wir uns weiter um. Wir sind ja hier jetzt vorher schon drum rumgelaufen und da war ja anscheinend nichts mehr. Haben wir denn jetzt hier irgendwie noch was? Mich würde mal interessieren, wie sie auf die Insel gekommen sind. Denn ein Boot haben wir ja jetzt nicht gesehen. Oder ich zumindest nicht. Mal genau gucken. Silber haben wir hier wieder. Und dann lass uns mal hier raufgehen. Ach so, hier geht's jetzt nicht, oder was? Los, doch. Oh, okidoki, geschafft haben wir's. Sehen wir denn von hier noch irgendwas Schönes außer die Insel da hinten? Nope. Und hier oben ist tatsächlich dann auch nichts mehr. Na gut. Dann wieder runter. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Aber normalerweise kann man sich auch hier immer schön runter sliden lassen. Es wäre schon geil, wenn man hier so ein Haus auf so einer Insel hätte. Was ist hier? Nix. Ich will eine Flaschenpost finden, Leute. Wo kriege ich eine Flaschenpost her? Zu fix. Ja, genau. Die zwei Inseln haben wir noch. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Inseln immer variieren, was den Standort betrifft. Denn als ich in meinem privaten Spiel auf der Hauptinsel gestartet bin, habe ich tatsächlich die Insel da hinten und die zweite Insel, auf der wir waren, waren nebeneinander. Und hier sind sie halt jetzt irgendwie dann doch an anderen Standorten. Was ich ganz interessant finde eigentlich. So. Da hinten habe ich was gesehen. Und zwar zwei Stühle. Und hier... Oha, was haben wir denn hier alles hin? Krass. Schaut mal her. Wir haben hier nochmal einen verdorbenen Lachs. Dann haben wir Koffeebeere. Das ist aber leider eine Wasserflasche. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und Bier. Und Soda. Das kommt alles mit, ey. Ginger Tea Bag. Und du kannst dich gleich verziehen. Was ist hier noch? Lemongrass. Nehmen wir die Kokosnüsse mit. Die sind gut für Wasser. So, Inventory full. Schade. Was liegt hier noch so? Was ist das? Ach so, eine Rotten Krabby. Aber sonst ist ja auch nichts mehr. Ach so, ich muss Escape drücken zum Aufstehen. Ich vergaß. Irgendeine Notiz? Nicht, ne? Hier. Ja, cool. Cool, cool. Ich finde es geil, dass wir jetzt eine Wasserflasche haben. Und da ist sogar was drin. Kann ich das jetzt noch trinken? E-Drink. Anscheinend. Und es hat mir jetzt nichts getan. Ja, das ist super. Das ist very good. Dann gehen wir einmal hier rauf. Aber auch hier, glaube ich, ist jetzt gerade nichts mehr. Schade. Okay, also runter mit uns. Lups. Und ich glaube, dass wir die Insel dann irgendwie gleich fertig haben. Das kann gut sein, ne?
Was haben wir hier oben jetzt noch? Ja, auch nichts mehr. Ja, gut, okay, dann, was das hier? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz hier um den Großen rum. Wartet mal, auf dem waren wir noch nicht drauf, oder? Doch, waren wir schon. Dass wir noch einmal schnell um den Großen gucken. Nicht, dass ich da doch wieder irgendwas übersehen habe. Jetzt fängt es halt nur zu regnen an. Aber das macht ja nichts. Schade, es muss doch hier eine Sticky Note geben oder irgendwas anderes, was uns Hinweise gibt, warum die hier SOS geschrieben haben. Kann es doch nicht sein, Leute. Keine Note, gar nichts. Nö. Hier ist nix. Okay, dann sind wir fertig mit der Insel und düsen zur nächsten. Was sollen wir denn sonst machen? Wo war denn mein Wasserding? Hier. So, könnte ich jetzt das auffüllen? Oh mein Gott, könnte ich nicht. Und es ist umgefallen. Aber ich kann zumindest noch trinken. Okay, macht nichts. Trinken ist sowieso voll. Das heißt, wir brauchen jetzt die Wasserflasche nicht unbedingt. Und das ganze Zeug muss ich dann auch wieder mitnehmen. Hey, wo ist denn der Ring hin? Da. Ja, dann würde ich den Part an der Stelle aber auch beenden. Wir haben jetzt Insel 4 hinter uns. Ich frage mich tatsächlich, was mit den beiden passiert ist. Vielleicht kriegen wir das ja im Laufe der Geschichte noch raus. Ja, dann war das wahrscheinlich heute ein etwas kürzerer Part. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Und wir sehen uns dann ganz schnell wieder im nächsten Part. Also habt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende vorab euch schon mal und bis dann. Ciao, ciao.